Ein Lernvideo zur Gitarrenklasse von Clemens Völker und Jochen Buschmann. Hallo, da bin ich wieder mit einem Video zur Gitarrenklasse. Heute beschäftigen wir uns mit Immer schneller. Das ist eins der großen Hits in diesem Heft. Das findet ihr auf Seite 28. Und das ist ein Lied, was wir mit dem Daumen anschlagen. Dazu brauchen wir vier verschiedene Töne. Die leere G-Seite, die leere D-Seite und die leere H-Seite. Und dann haben wir noch einen Greifton, das ist euer erster Greifton in dem Heft. Das ist einer für den Mittelfinger. Und einige von euch wissen wahrscheinlich schon, auf welchen Ton es hinausläuft. Das ist natürlich das A auf der G-Seite im zweiten Bund, gegriffen mit dem Mittelfinger. Wir haben also auf der G-Seite zwei Töne, das G, und wenn wir mit dem Mittelfinger im zweiten Bund greifen, das A. Also, wir haben die vier Töne, G, D, H, als leere Saiten und das gegriffene A. Wenn ihr mal euch die Noten genauer anschaut, ihr werdet sehen, am Anfang die ersten drei Takte, dort sind die Töne gleich, die sehen auch gleich aus, der Text ist zwar unterschiedlich, aber die Melodie selbst besteht aus genau den vier Tönen in der gleichen Reihenfolge. Und wenn ihr mal weiterschaut, der nächsten Zeile und im Keller, auch dort sind die ersten beiden Takte genau die gleichen Töne in der Reihenfolge wie im ersten Takt. Das heißt, wir haben, wenn ihr richtig mitgezählt habt, fünf Takte, die eigentlich gleich sind und die folgendermaßen gehen. G, D, G und der Greifton A. Ich mache es einmal vor. Daumenanschlag. Rechts, links macht sich schon mal der Mittelfinger bereit, weil er gleich greifen darf und wartet über der G-Seite im zweiten Bund. Es geht los mit dem G, D, G und das Greifen, der Greifton A. Dann nochmal G, D, G, A, G, D, G, A. Jetzt habe ich es dreimal gespielt, genauso oft kommt es, dann kommt H, H und eine Zweischlagnote A. Und dann haben wir die erste Zeile schon geschafft. In der zweiten Zeile kommen wieder zweimal diese Notenfolge, die ich gerade gespielt habe. Und die letzten beiden Takte sind ein bisschen anders. Aber wenn ihr sie dort drüber schreibt, zum Beispiel, könnt ihr die relativ schnell auch spielen. Ich mache es jetzt mal so, ich singe mit und ich spiele nur die Takte, die genauso sind wie der erste. Okay? 1, 2, 3, 4. Das dauert gar nicht so lange, bis ihr die restlichen Takte, das sind eigentlich nur drei Takte, die anders sind, bis ihr die mitspielen könnt. Noch einmal ganz, jetzt mit den fehlenden Takten. Ich spiele jetzt alles auf der Gitarre und singe mit. Und ihr könnt gerne schon mal versuchen mitzuspielen. Ihr könnt auch gerne die fünf Takte spielen und dann einfach warten. Dort, wo die anderen Töne kommen, pausiert ihr und steigt wieder ein, wann immer die Reihenfolge genauso ist wie im ersten Takt. Okay, wir versuchen es mal gemeinsam. 1, 2, 3, 4. Immer schneller tanzen wir.
Das Stück heißt immer schneller, nicht ohne Grund. Wir spielen es jetzt gleich nochmal zusammen, steigen in dem Tempo ein und dann werde ich schneller und ihr versucht einfach möglichst lange mitzuspielen. Nicht irritieren, es kommt später, kommt noch die Begleitung dazu. Unten drunter seht ihr eine Bassstimme, die ihr später mal spielen könnt, wenn ihr die Basstöne schon kennt oder wenn ihr jetzt, wenn ihr schon wisst, welche das sind, könnt ihr die gerne auch dazu spielen. Und dann gibt es noch Akkorde, die als G, E-Moll, C und so weiter unten drunter stehen. Alles das kommt später dazu, also nicht irritiert sein, wenn plötzlich neben der Melodie auch noch andere Stimmen zu hören sind. Das klingt einfach ganz gut. Also, ihr seid dabei. Wir steigen langsam ein und dann drehen wir ein paar Runden und werden immer schneller. 1, 2, 3, 4. Immer schneller. Dann bis bald. Tschüss.